Hammerhart. So, jetzt hier drüber und nochmal springen. Und stehen bleiben. Alter Schwede, verdammt ey. Warum kriegt der da so einen Speed drauf? Planlos durchs Weltall im wahrsten Sinne des Wortes. Jo, Servusler zum weiteren Part zum Mario Odyssey. Wir haben hier wieder ein Koopa-Rennen. Oh, nee. Haben wir nicht gesehen. Machen wir anders mal. Hier ist eine Röhre, da wollte ich rein. Die habe ich im letzten Part schon gesehen. Die schauen wir uns an. Da guckst du in die Röhre, wa? Okay, ein Schafsrennen oder so. Ich habe einen perfekten Unterschlupf für mein Schäfchen gebaut. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie dorthin bringen. Uff, ich habe keine Ahnung, wie man Schafe hütet. Ich bin echt kein guter Hirte. Das war wohl falsch. Was mache ich jetzt? Ach, es spawnt nochmal. Na gut. Wie kriege ich dich darauf? Ich muss ich im richtigen Winkel kicken. Wie geil ist denn das, Alter? Komm, geh dann auf. Geh dann über. Und dachte ich schon, ist es weg. So, so schaut schon mal gut aus. Wenn wir schön aufpassen auf unser Schäfchen. Weil das baut gern Mist. Hör, die springt von alleine rum. Was ist denn das für Selbstmord Schaf, Alter? Hä? Suizidgefährdetes Lamm. Mann. Drum fehlt hier die Wand, beziehungsweise der Zaun. Was ist das Dingens hier eigentlich? Kann ich da raufklettern? Kann ich, ja. Und das bringt mir was? Genau. Da hinten ist halt auch nochmal was. Da ist eine Röhre. Oder sehe ich das falsch? Oh, verdammt, da geht's abwärts. Da geht's abwärts, wa? Habe ich nicht gesehen. Ich habe genau 1488 Münzen. Welch Zufall. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das Schaf darüber bekomme. Und wie ich dafür sorge, dass es sich nicht selbst tötet. So ein blödes Schaf. Es rennt freiwillig in den Tod. Mann. Kann ich es nehmen? Ich kann es nur kicken. Blödes Schaf, da wollte ich jetzt nicht rein. Mann. Ich wollte jetzt nicht wieder zurück in die Röhre. Das war ein Versehen. Also nochmal das Ganze. So ein dummer Hammel. Oh, ich war wieder zu arg. Aber wieder die Wolken aufreißen, hä? Hammer. Oder der Nebel oder was auch immer. Also, ein mexikanisches Schaf will in den Arsch getreten werden. Es fliegt halt verdammt weit, ne? Es fliegt verdammt weit, dieses Schaf. Schafe hüten. Komm schon. Und? So. Darum. Ja. Ach, blöde Sau. Mann. Ich muss es dann darüber kicken. Wie kriege ich es darauf, bitte? Wie kriege ich das Schaf darauf? Wie geht denn das, Alter? Wie geht das schon wieder? Und hier ist auch irgendwas. Hier geht's. Ah, hier ist die Röhre. Da komme ich da oben raus. Ist ja interessant. Wie soll ich nur mein Schaf an den Ort bringen, an dem es großgezogen werden soll? Kannst du mir vielleicht zeigen, wie ich das am besten mache?
Diese Lektion muss ich damals in der Schafshirtenschule verschlafen haben. Okay, Schafe hüten auf Zeit. Ach, leck mich doch. Und schon ist es weg. Mann. Na, das sind doch mal Challenges. Da könnt ihr jetzt schon wieder kotzen. Hier. Aber erst müssen wir das andere Schaf darauf bringen. Das zweite hier bringt mir noch gar nichts. Aber wie komme ich dann darauf, bitte? Wie soll das funktionieren? Komm, geh mal darüber. Stopp. So. Ich kann es leider nicht sanfter bashen. Es geht nicht. Ich kann ihm nur den Tritt verpassen. Und hier schaut sie euch an. Das Alpenpanorama. Sieht ein bisschen verschwommen aus, der Hintergrund. Das hätte man schärfer machen können. Aber gut. Drücken wir mal ein Auge zu. Wir wollen ja nicht so sein. So, jetzt schön gerade anbouncen. Nicht so. Das ist der Winkel jetzt vielleicht. Ja. Und gleich nochmal. So. Und jetzt bloß in den Abgrund. Ja. Das ist gut. Blöde Sau, du scheiß Schaf, du. Mann. Blöde Sau, blödes Schaf. Mann. Da fällt mir spontan ein Witz ein. Kommt ein Mann mit einem Schaf unterm Arm ins Schlafzimmer zu seiner Frau und sagt: Schau hin, Schatz, das ist die Sau, mit der ich dich immer betrogen hab, wenn du keine Lust hattest. Dann sagt die Frau: Das ist doch keine Sau, das ist doch ein Schaf. Dann sagt der Mann: Wer redet denn mit dir? So, weiter geht's im Text. Verdammt. Das ist mega tricksy hier. Das Schaf dahinter zu boxieren. Es ist eine witzige Challenge, aber es ist schwer. Sieht leichter aus, als es ist im Endeffekt. Das da rum zu boxieren geht ja noch. Aber sobald der Abschnitt kommt ohne Geländer, ist Ende Gelände. Und schon ist es wieder weg, dieses scheiß Schaf. Alter Schwede, jetzt kommt halt nur noch so Kackscheiß, ne? Nur noch so hardcore-schwerer Kackscheiß. Schafe kicken. So, jetzt freuen wir uns ja schon mal 2 Jahre lang aufs neue Super Mario, aufs neue 3D Super Mario. Und dann verbringen wir Stunden um Stunden damit, um Schafe durch die Gegend zu kicken. Jawohl, dafür habe ich mir die Switch gekauft. Genau deswegen habe ich mir die Switch gekauft und Super Mario Odyssey. So. Verdammt. Da war der Winkel zu steil. Blödes Schaf. So. Man muss es eigentlich nur... Das hat ein wenig was von Billard. Ich kann es nur nicht leichter bashen. Also es hat immer denselben Effekt, oder? Wenn ich weiter weg stehe, trete ich es dann bloß ein bisschen. Nein. Es bounced deswegen trotzdem so weit weg. Nein. So, jetzt weg vom Geländer. Weg. Komm, geh da rüber. Verdammt. Wie mache ich das hier? Wie mache ich diese Stelle hier? Man muss das Schaf von hier aus raufkicken, oder? Reicht es überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
selber probieren müssen. Werden wir probieren müssen, ob das funktioniert. Es sieht nicht so aus, als würde ich da raufkommen. Kann ich das überhaupt so hoch kicken? Ist das überhaupt möglich? So stirbt's gleich. Ich wollte wissen, ob ich es zweimal treffen kann. Probier's nochmal aus hier. So. Verdammt. Mach was anders. Hier, komm, komm. Bounce aufs Schaf. Ach, komm schon. So. Nein, es geht nicht zweimal hintereinander. Okay. Es wird erst wieder getroffen, wenn es einmal am Boden steht. Na gut. So. Hä, warum ist es jetzt hier drauf? Geht's hinauf. Genau, hinüber, geh geradeaus. So. So. So, schaut gut aus. Hier komme ich ja mittlerweile schon ziemlich gut rum. Und wenn das Schaf keinen Selbstmord begeht. Andere Richtung. Na. Ach du blöde Sau. Es ist anstrengend, dieses scheiß Schaf da zu balancieren, zu leiden, zu lenken, zu hüten. Weiß schon, warum ich keine Schafe hüte. Ich würde sie ja permanent schlachten, bis sie alle tot sind. Weil sie mir auf den Sack gehen. Ist das ein mieser kleiner Abschnitt? Mann, oh Mann, oh Mann. So. Schafe hüten, Schafe hüten. Luigi, der Hirte. Na komm schon, geh jetzt nauf da. Es dreht immer nach links ab oder nach rechts. Es läuft nicht geradeaus. So. Und nochmal den Arsch treten. So. Jawohl. Nein, blöde Sau. Genau, Luigi. Verdammt. Ach, komm schon. Das mag ich nicht mehr, alles mag ich nicht mehr. Blöde Challenge. Heben wir uns veranders mal auf, ob jetzt keinen Nerv für da könnte ich mich zerbasteln bei sowas. Da könnte ich ausflippen. Bei so einer Mechanik. Da machen wir doch lieber das Koopa-Rennen. Widmen wir uns dem kleineren Übel. Ja, dass das Koopa-Rennen das kleinere Übel ist, wusste ich vorher nicht. Ja, Ländersprinter, bla bla bla, ich bin dabei. Zeigt mir doch mal, wo euer Ziel ist. Ich bin gespannt. Wo ist es denn? Da hinten? Da hinten ist das Ziel. Wie kommt man denn dann über? Da muss es doch auch so einen Weg geben, oder? Na komm, spring. Hör, ich sehe ihn. Ja, da ist er. Alter, sind die fix. Ja, genau, Mario. Vermaledeit. Von der Seite komme ich nicht hoch. Ja, ich muss mir da erstmal einen richtigen Weg suchen. Erstmal gucken, wo sie da wollen, dass wir hingehen. So nicht. Und will wieder getimed werden, die ganze Schoße. Es muss auch eine andere Möglichkeit geben, dahin zu kommen. Jetzt habe ich halt schon haushoch verloren. Ich musste echt durch das Labyrinth, das kann ich mir halt nicht vorstellen. Es muss nur einen anderen Weg geben, es muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben, da rumzukommen. Vorher habe ich schon total wieder die Orientierung verloren. Wo sollen wir jetzt da hin? War das echt hier? Das war doch nicht hier, oder? Doch, das war hier.
Nein, da muss es noch einen anderen Weg geben. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Hier zum Beispiel ist eine Stange. Zu der komme ich wie? Und vor allen Dingen, warum ist die da? Schauen wir uns an, wenn wir das Ziel erreicht haben. Vorher bringt es ja eh nichts. Gehen wir mal ins Ziel. So, ich bin Fünfter, das ist mir schon klar. Ist mir schon klar, Alter. Ist mir schon klar. 1,47 dauert viel zu lang. Ja, diese Rennen sind tricksy. Ah, machen wir gleich nochmal. Ich bin dabei. Dann mal gucken. Wenn wir direkt lossprinten. Es muss noch irgendwie... Aber es gibt keinen anderen Weg. Ich muss direkt dahinter springen. Dann habe ich schon mal ein bisschen Zeit gut gemacht. So. Komm, lauf, lauf, lauf. Aber die sind trotzdem schneller als ich. Obwohl ich da runterspringe. Hammer, oder? Die sind trotzdem schneller. Komm schon, geh dann auf. Die sind trotzdem schneller als ich, obwohl ich darüber springe. Oder darunter springe. Hammer. Verdammt. Verdammt, geh jetzt dann auf. Spring jetzt dann auf, Alter. Mario. Muss ich den Kasper da nehmen, ja? Es geht nicht anders. Ich muss den da nehmen. Ich will den aber nicht. Aber die anderen nehmen den auch. Mann, ist das nervig. Man muss hier echt in einer Verwandlung da entlang. Ist sehr interessant. Ich bin trotzdem wieder Fünfter. Jetzt bin ich Vierter, obwohl der andere vor mir ist. Hä? Oh, verdammt. Und kann ich das Rennen eigentlich schon wieder beenden? Kann ich es schon beenden? Muss ich mir mal angucken, jetzt da, ohne dem Rennen. Also ich muss hier direkt darüber springen. So, dann am besten hier eine Rolle machen, dass ich nicht diesen Aufschlagschaden bekomme. Also Schaden ist es ja nicht, aber ich bin eine kurze Zeit für... Hier ist nochmal eine Röhre. Hier ist nochmal eine Röhre. Gut, Rennen verschoben. Erstmal haben wir die Röhre erkundet. Alter Schwede. Erinnert mich halt sowas von an Super Mario 3D World. Heili geili. Kugelwilli und schon schmier ich ab. Habe ich auf den Kugelwilli geachtet? Sollte man nicht tun, wenn man auf so einem Boden oder auf so einem Weg läuft. Na gut, vielleicht soll ich einen Kugelwilli übernehmen. Aber die Blöcke sind unterschiedlich hoch, sodass der Kugelwilli se... Verdammt! Die sprengen mir den Weg unterm Arsch weg. Diese Schweine! Okay. Also muss ich hier springen. Springerei. Von Block zu Block. Ich verstehe. Hier zum Beispiel... Und dann nochmal springen. Er wollte nicht nochmal, er hat eine Rolle gemacht. Das ist ungeil. Luigi soll keine Rolle machen. Luigi soll nochmal springen. Gucken wir mal, das zusammenbringen. Das hier geht noch. So. Ups, Alter. Macht er da so einen Haken? Mann. Waren das jetzt... Aber ich darf dann auch nochmal zurück. Oder sehe ich das richtig? Ich darf dann nochmal zurück. Ist ja auch geil. Alter, warum macht denn das nicht? Was ist los? Was ist hier? Stelle ich mich dumm oder... Vermutlich. Vermutlich stelle ich mich dumm. Ich könnte es natürlich auch anders machen. Ich könnte es... Ja, ich könnte es natürlich auch so machen. Nein, ich dachte jetzt, ich habe den Kugelwilli übernommen. Aber dem war nicht der Fall. Aber den werde ich jetzt übernehmen.
Aber es geht nicht. Hä, warum geht es nicht? Was ist denn jetzt kaputt? Ich will diese scheiß Kugelwilli übernehmen. Komm her. Jetzt, und dann ab dafür. Ja, genau. Kann ich jetzt nochmal einen übernehmen, oder? Kein mehr, ne? Kein mehr. Doch, es geht. Bin ich jetzt blöd, oder was? Arschloch. So ein krummgebohrtes Arschloch. Mann. Also, ab dafür. Machen wir's ohne. Machen wir's ohne. So. Alter, warum macht er da so einen Haken? Als wäre der Untergrund schräg und er würde nochmal beschleunigen. Warum tut er das? Das ist kein Eis. Zumindest fühlt sich's nicht so an. Trotzdem kriegt er einen Speed drauf und... Hier. Jetzt. So. Jetzt krieg ich den Schlüssel hier. So, jetzt darf ich wieder zurück. So darf ich hier zurück. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann ist die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Minimal zumindest. Und bam. Und schon kriege ich meinen Mond, oder? Schon kriege ich meinen Mond. Aber hier gibt es mit Sicherheit noch einen zweiten irgendwo. Die Rumpelstraße rauf und runter. Hier gibt es mit Sicherheit noch irgendwo einen zweiten Mond. Mit Sicherheit gibt es da noch einen zweiten Mond. Die Frage ist nur, wo. Die Frage ist nur, wo. So. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Hinter uns der Kugelwilli. Ist uns verdammt nah an den Fersen. Ja genau, da kommt der nächste. Verpisst euch. So, ich will in die andere Richtung gucken. Ich will... Geh weg, geh weg, geh weg. Mann, ich will wissen, ob da nochmal irgendwo was ist. Es sieht nicht so aus, als wäre da nochmal was. Aber da ist mit Sicherheit... Ist da noch irgendwo ein zweiter Mond? Ich verlasse jetzt hier mal... die Röhre. Und gehe nochmal rein und guck, was Cappy sagt. Aber wenn Cappy sagt, hier ist nichts mehr... Können wir uns das sparen. Was sagt Cappy? Ich erinnere mich an diesen Ort. Ja. Ich wette, es befindet sich noch ein Mond hier. Ja, da wette ich auch. Aber sowas von wette ich da. Es sind immer zwei an diesen Orten. Schaut's da oben aus. Kamera geht nicht weiter hoch. Wo ist... Da unten ist halt auch nochmal eine Plattform. Da. Jetzt. Ja, nur wie komme ich da mit dem Kugelwilli her? Wie mache ich denn das bitte? Doch, da unten kommt noch mal einer raus. Ich muss in den unteren Kugelwilli? Alter Schwede, wie geht denn das? Die machen mir Spaß. Die machen mir Spaß. Wie soll denn das gehen? Also, auf geht's Action, Leute. Auf geht's Action. Ich darf in den unteren Kugelwilli. Ja, wenn ich hier drüber komme. Wenn ich hier drüber komme. Über den unteren Kugelwilli, das ist ja mega krass. Dass da überhaupt noch einer ist, das habe ich gar nicht gesehen. Ich sehe nichts mehr. Hammerhart. So, jetzt hier drüber und nochmal springen. Und stehen bleiben, alter Schwede, verdammt ey. Warum kriegt der da so einen Speed drauf? Da rennt der, als würde man über so Beschleunigungsstreifen laufen. Aber da sind keine. Alter Schwede, verdammt, der war da unkontrollierbar in dem Moment. Verstehe nicht ganz. Das ist eine komische Mechanik, die mir nicht in den Kopf will. Vor allen Dingen würde ich jetzt das Steuerkreuz loslassen, würde er trotzdem weiterlaufen. Er rennt ohne Ende.
Gut, dann machen wir es eben so. So. Wo war... Da unten ist er. Nein, das war der falsche Knopf. Oh, Mann. Ich wollte den Hechtsprung machen. Ich wollte den Hechtsprung machen und drück den falschen Knopf. Mann, ich wollte... Ich muss mir mal kurz ausprobieren, wie ging das nochmal? Springen? So ging das nochmal. Mann. Nein, das war Käppi schmeißen. Ist das Trixie. So. Mann, oh Mann, man muss halt wirklich beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Sonst schmeißt er bloß sein Käppi. Drückt man nur einen Knopf, dann schmeißt er nur sein Käppi oder macht die Stampfattacke. So. Wir sind hier. Und jetzt gucken wir, dass wir da runterkommen. So, genau so. Genau so, den hier übernehmen. Und wieder unten jetzt den Weg freiballern. Ich hoffe, sowas müssen wir erstmal kommen. Aber irgendwie ist es ja geil. Irgendwie ist es ja geil gemacht. Und hier ist der Mond. Heili, geili, unter der Rumpelstraße. So Leute, wir haben das gemeistert, auch wenn das Cooper-Rennen jetzt nicht gewonnen wurde. Sieht irgendwie geil aus, der Boden, wenn man da drüber läuft. Als würde Schall sichtbar werden. Oder als wäre es leicht nass. So, gehen wir in die Röhre. Und dann beenden wir das Ganze. Ich pausiere hier mal, wie immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal, sage ich Servusle. Euer Toschten.